Den Spell habe ich noch nicht. Jetzt hier eigentlich. Was macht denn der? Ich habe halt keinen Lückenfüller, das ist das da Scheiß. Echt kein Lücken für dich, das ist so nervig. Hat mich getroffen mit ihm. Ultima macht er da, ey. Bei mir stand 27 Minuten Q und ich war nach 10 Sekunden drin. Also das hat die Q sofort übersprungen. Anscheinend sind entweder 400 Leute rausgeflogen. Ich war Platz 434, war in 10 Sekunden drin. Okay. Dann darf ich ja nachher gar nicht rausgehen, oder? Wenn ich WoW spiele. Oder meint ihr, dass wenn ich nach WoW ist es wieder okay? Thank you for coming to the Consortium's training field. Mal gucken. Ich meine, solange die Warteschlange da ist, also die, bis wir warten müssen bei WoW, kann ich hier auch drin bleiben. Das meine ich halt, dieses Dings da, wo die drin steht. Wenn die kleiner sind, diese komischen Dinger, dann sieht man das gar nicht. Weil diese kleinen Viecher, da sieht man ja gar nicht so, wenn die da drin stehen. Der ist schon schwer zu sehen, also die große hier. Wow, das Ding zieht halt einfach weg. Diese ganzen Fähigkeiten kann ich gar nicht rausbringen, richtig, wie man sich vorstellt. Ich brauche halt irgendwie. Also dieser Hammer ist sehr strange. Also ich weiß nicht, ob das geil ist, dieser Hasshieb. Was zum Fick. Tut er zumindest erstarren, bricht aktive Fertigkeit ab und macht vorübergehend bewegungsunfähig. Fetzer, Hammer, Rang. Macht bewegungsunfähig und deaktiviert Fertigkeit. Schockfett kann nicht verwendet werden. Mächtiger Niederstift und Hammer, der eine Starkwirkung verursacht. Das ist nicht Stahlwirkung? Hohen Schildhieb?
Du schockst Feinde mit kurzen Stößen deines Schildes und zerstörst ihre Rüstung. Maximal 3 Stapel. Das ist halt, ja. Erhöht jeglichen erlittenen Schaden um 10%. Puh, okay, dann tue ich das mal dahin. Was kriege ich als Bonus hier? Fügt Zielen Rückstoß zu, wenn Schildtyp trifft. Erhöht das Angriffstempo des Wirkers um 5 Sekunden. Oh lol, nochmal Angriffstempo. Okay, also dann habe ich mit der Taste 1 Angriffstempo, mit dem nochmal Angriffstempo. Da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich mal gespannt hier, Mädels. Krass, krass, krass. Okay. Ich bin zwar immer noch auf PvE ausgelegt, aber ich habe halt die. Nein, wieder 38 werden. Jetzt muss ich wieder leveln. Ich wollte gerade testen. Nee. Wieso? Kann man nicht wiederholen die letzten Level? 270 brauche ich jetzt, um weiterzumachen. Boah, okay, das ist ja wieder wild. Kann ich den nochmal machen, diesen Level? Nee, warte mal, Level 11. Zielstufe 37, empfohlen ist. 260 empfohlen, ich habe 200. Du kannst die Stufen nochmal spielen, oder was? Geht nicht. Schade. So ein bisschen zu trainieren wäre es doch ganz cool. Okay, dann bin ich hier durch wieder. Hm. Dann bin ich wieder durch hier. Okay. Return to the foothold. We need to have a word. There's still so much left. Jeder hat Drops da stehen. Das ist ja wild. Ah! Oh, nicht schon wieder eine Fähigkeit. Komm, ich brauche noch eine Fähigkeit. Also falls ihr anfangen mit uns spielen wollt, müsst ihr halt Ontadie wählen, ne? Weil das kann man nie wieder ändern. Kannst du nie wieder ändern. Und Ontadie, das ist die Fraktion, die Roten. Also nicht die blaue Fraktion, nicht die Allianz, sondern die Horde, die rote Fraktion. Das kann man nie wieder ändern, nur mit dem neuen Account anscheinend. Genau. Du gehst auf den Play Kakao Games, loggst dir ein und gehst auf Web Inventory und dann schickst du dir das per Post. Dieser Trank erhöht dir, wenn du Monster jagst. Wie lang? Dieser Trank erhöht EP, wenn du Monster jagst. Der Buff, wenn du Monster jagst. 30 Minuten lang, okay. Ging bei mir vorher auch nicht. Tja, keine Ahnung, mit welcher Farbe jetzt. Scheiße, ich muss nachher schauen, welche Farbe ich genau brauche. Schatzsuche, Energie von der Rolle aus. Ja, da kann man viel nebenbei machen. Gönn dir. Da kann man viel nehmen. Im Bottle nehmen sich eine große Menge Runenpulver. Ja, lol, was heißt große Menge? 10. Ah ja, das ist natürlich. Ich sehe natürlich 10 auch als groß. Kapi.
Du brauchst tausende von denen. Ich finde 10 ist riesig. Das ist was? 30 Minuten lang. Effekte. 50% XP mehr, Beuterate, minus Schaden. Okay, das ist geil. Kastenschlange für Free-to-Play. Ja, für alle, oder? Lässt sich einsetzen. Legendärer Grad. Lässt sich einsetzen, um das Absinken bei viel... Oh! Das ist geil. Das ist wichtig und richtig hier. Fehlgeschlagen, Runensteinaufwertungen oder Ausrüstungsverbesserungen zu verhindern. Huch! Das ist geil. Das muss sein. So. Ja, deswegen macht man sowas einfach nicht. So blöd kann keiner sein. So, okay, natürlich mache ich eine Raid, hä? Klar doch. Stell dir vor, du kaufst 3 Packs und 200 kannst du lassen. Ja, mach mal nicht. Einfach free to play, rein da. Nix Money, einfach rein da, Mädels. Einfach rein da. Was ist denn das eigentlich überhaupt? Sechs Spieler. Teams aus 3 Mitgliedern gegeneinander an, nachdem sie die Aufstellung für Vortrupp-Kämpfer, Hauptkämpfer sowie Captain bestimmt haben. Kämpfen sie bis an die Ende der RP, bezwingen Mitglieder der gegnerischen Teams ins Duell. Oh Gott. Hab ich hier gar keine Chance, Alter. Kannst du dir nicht vorstellen. So, und wann kann ich weitermachen? Erst mit Level 38. Was bin ich? 37. Ui, ich muss irgendwas wieder questen. Komm, wir questen ein wenig an. Lass mal kurz diese Dinger anschauen. Gibt's hier neue Quests hier? Nee, gell, ich muss einfach wieder zurückgehen. Na gut, dann. Ich wollte mir da schauen. Okay, lass mal zurück hier. Aufmounten. Und zurück. Dann. Erstmal 2 Stunden reisen. Man kennt's. Ich hätte gern so eine FPS-Anzeige bei dem Spiel. Ich glaube, die gibt's vom Spiel selber nicht, ne? Die muss man eigenständig aktivieren. Man muss sogar beim Hersteller refreshen hier. Kann ich währenddessen eigentlich den Shop mir anschauen? Ja, gell? Nee, kann ich nicht.
Du meinst Copyright Music einspielen? Also dieser Spitzelinski, mach mich fertig, ey. Mach mich fertig. Frech, oder? Der Fremdtyp. Frech. Aber Copyright Music verlangt er. You reached your destination. So. Ah, okay. Wie jetzt? Was ist mit dir? Die Roter nicht machen können, weil ich angegriffen werde. Das. So, wie ist denn jetzt dieser komische Schlag hier? Was mache ich? Was macht jetzt? Toll. Hat gar nicht getroffen, der ist nur Nahkampf. Ach, das Tempo ist einfach... Oh, lol. Kann ich das mit dem anderen Tempo-Buff stacken? Bin ich dann noch schneller? Warte, wenn ich jetzt mal kurz Schlag Nummer 3. Hier. Ich hab gar keinen Buff mehr hier. Warte kurz. Jetzt hat 3. 30% Angriffstempo. Ja, ja, schon. Mit dem hier. Also wenn ich jetzt das hier mache. 1, 2, 3. Dann das hinterher. Lol, geht ja noch schneller. Noch mehr Buffs. Nee, das kannst du nicht bringen. Was ist hier alles? Erlittener Schaden. Stellt... Ja, lol, das ist ja zu OP. Was habe ich da wieder für eine Kombi rausgefunden? Also jeden Tag irgendwas rausfinden. Ist ja wild. Aber dieses Ranziehen habe ich halt nicht, ne? Das muss ich halt dann trotzdem skillen. Aber ich kann sie ja so ranziehen. Das. Dann kann ich ja mit dem die andere Kombi schneller aufbauen. Alter. Gar keine Zeit, die ganzen Spells zurück in der Zeit. Wenn ich jetzt hier hingehe zu dem... Komm her. 1, 2, 3, 4. Dann das hier. Dann hau ich den in die Fresse einmal. Einmal, zweimal, mach das und hau ihn drehen und... Hau ihn nochmal und charge und mach und tu nochmal Speed und... Das kannst du nicht vorstellen. Also eine Kombi kriegst du aber nie im PvP durch, glaube ich. Boah, da muss ich mir. Da muss man sich echt überlegen, wer das macht am besten hier. Ah, warte mal, ich habe meine Freunde gar nicht beschworen. Das hier. Das. Und das. Let's go. Moin. Moin, was geht? Aber ohne dieses Ranziehen, dann würde ich Q... Ach, ich würde zum Questen, würde ich einfach das Ding machen. Scheiß auf dieses Immunitätsdings da zum Questen. Das mache ich dann PvP. Wo ist das? Das hier? Rein da? Habe ich Punkte? Ne, ich habe keine Punkte. Also nur einmal verfügbar. Ob das sich dann lohnt? Ja, doch, lohnt sich schon. Ich brauche nur ein paar Punkte für später. Weil ich und es ist halt schon Beschiss ohne das. Einmal Schildschlag und dann mit. Aber das. Okay, das Problem ist, mit der Schildschlag haut die weg. Und dann. Bringt mir der Speed nicht mehr so viel. Also, Schildschlag. Boah, Alter, da kann ich halt hinchargen. Glaube ich, zu übertrieben mit diesen Dingern. Na, warte mal, ich muss hier Charge, Schildschlag. Dann sind sie weg. Dann habe ich das Tempo, aber. Aber die kriegen dadurch mehr Schaden, Mann. Krasse Scheiße.
Ja, nimm sofort an. Nach dem Kampf. Beste. Geil, freut mich. Spielerliste, Anfrage, annehmen. Bestätigen. Jawohl. Welcome, my friend. Welcome, moin. Wie machen wir es am schlauesten? 1, 2, 3, 4, das hier. Charge und dann Blade oder was? Weil der erhält durch diesen Debuff. Nochmal mehr Schaden. Ich muss das nehmen. Was hat denn der, was hat denn das für Perks noch hier? Das ist ja Anderswelt. Fügt Rückstoß zu, wenn Schildtyp trifft. Das ist der Perk oder was? Das ist das normale Ding. Das muss ich aber nehmen, weil du hast ja hier. Ey! Ich muss das nehmen, also der Rückschlag und das Tempo ist halt in einem. Ja, ganz wild. Das passt schon. Ja, komm, mach, probier. Ich probiere einiges hier. Ich tu dich wegkicken. Tu hinchargen. Das ist auch zweimal. Der hat sich das Pferd gegönnt. Verrückt. Der hat sich das Pferd einfach gegönnt. Okay, es sind gar zu viele Spells. Ich kann da gar nicht so viele Buffs aufbauen und abbauen. Das mit dem Wegkicken ist halt nicht so geil, weil ich muss ja als Nahkämpfer hingehen. Ah ja. Wie fischen? Ich will nicht fischen, was hier? Ermittlungstruppen, ein Fisch zum Geburtstag. Ach so, das. Hä? Ich muss ja wirklich angeln. Aber wie viele jetzt hier sind, gell? Ist der rote Baron noch gar nicht drin, oder was? Der Baron. Weil einige kommen instant rein. Besorge dem Mitglied Ermittlungstrupp einen frischen Fisch. Erhält dich durch Fischen. Erhalte. Okay. Ja, aber wieso ist denn Killer Junkie direkt reingekommen und du nicht? What? Drück hier so. Genug geangelt. You reached your destination. Ja, hab ja Profit aus der Queue gezogen, blitzt. Ich breche jetzt beim letzten 8 Minuten nicht ab. Na, soll's doch nicht. Nee, lass ihn drin. 8 Minuten jetzt auch schon egal. Jetzt ist auch schon wurscht.
Also der spielt sich, tut dich zu komischen Sachen verleiten. Würde ich gar nicht drauf achten auf den Typen. Einfach slash Ingo. Lass mal nachher noch irgendwie Wasser besorgen, Alter. Kein Wasser mehr hier. Fuck, nur noch ein bisschen. Muss ich so eine Mischung machen hier. Das Wasser und was Süßes. For the Horde. Wieso hau ich jetzt zu irgendwo? Was denn hier? Wow, ich komme irgendwo hin. 1000 Dinger hier. Alles klar, let's go. Achso, ich musste ja eh jagen, oder? Jo. Zu dem Ziehen nutze ich jetzt gar nicht mehr so gerne fast. Das einmal weggeskillt hatte. Das Charge und Dock guckt sich fast mehr. Alte Baumgeistergift. Von wem denn? Von dem Baum hier oder was? Ziehen. Ne, von dem da. Der ist markiert. Bin ich ja gespannt, ob die das hier auch instanziert haben oder wie ist das? Kann ich chargen oder was? Ich muss gar nicht das andere Speed aufbauen, das reicht ja nicht von dem Schildschlag. Jetzt schon viele Leute da. Wie krass. Boah, schau dir mal die ganzen Leute hier an. Alter. Jetzt wird's wild. Jetzt kommen aber eine Menge hier. Ich habe noch nie bei einer Quest auf irgendwas gewartet, aber hier muss ich jetzt warten kurz. Wieso ist denn die Karte nicht so komisch? Ich glaube lange, dass ich das Kuh nicht mehr brauche. Was denn? Habe ich gesehen. Aber ich kann ja hier. Ja, komm. Kann man das decken? Ne, geht nur ein Trank, okay. Einfach go hier. Bisschen XP kriegen. Hallo? Auf Mountain? Rausgeflogen. Nee. Ich habe gerade den XP-Trank benutzt. Die ich bekommen habe. Ja, sind die Server gecrashed. Da sind die Server gecrashed. Ich habe gerade den XP-Tank benutzt. Wer, der läuft währenddessen. Sehr cool. Scheiße.
Hast du recht, Kapi. Fuck. Dann sind die Server gecrashed. Einfach zu viele Spieler. Die Normalos dürfen halt spielen. Frech. Ist bei euch bei dem Launcher auch jedes Mal, dass ich noch bei Windows nochmal bestätigen muss, wegen Sicherheit? Kann ich auch mit der Steam-Version spielen? Wenn ich jetzt das Ding hier habe, oder geht das nicht? Weil jedes Mal hier eingeben den ganzen Mist, ey. Kannst du dir nicht vorstellen. Weißt du? Ja, kann ich das Spiel einfach bei Steam starten? Muss man sich dann trotzdem einloggen in den Launcher jedes Mal? Woher weiß denn Steam, dass ich das Spiel habe? Weiß doch gar nicht Steam, oder? Also Spezi sagt, ja, man muss sich hier mal einloggen oder was? Spezi, ja? Ja. Also du startest das Spiel und dann kommt der Launcher und dann musst du trotzdem Passwort und E-Mail eingeben, jedes Mal. Obwohl du es bei Steam hast. Nee. Okay. Aber immerhin bist du schon mal ein bisschen, hast du schon mal was vom Spiel gesehen hier. Finde ich gut, Red Baron. Also, hast du dir gegönnt. Hast du schon mal gestartet das Spiel, also. Super. Ich freue mich. Ja, ich hatte die Quest fertig und dachte mir, komm, wir gönnen uns einfach mal ein bisschen XP-Trank. Hier muss man nur. Sollen sie schon auch wieder warten, oder? Rausgeflogen. Ich kann das Spiel nochmal runterladen. Kann ich denn mein Konto verknüpfen da? Oder ich spiel's einfach zweimal, einmal Vulpin, einmal Ontari, beste Leben. Ja, sind verbunden. Also mir geht's nur darum, jedes Mal, wenn ich den Launcher vom Hersteller starte, muss ich mich jedes Mal einloggen mit meiner E-Mail-Adresse. Jedes Mal. Das ist halt schon ein bisschen umständlich, finde ich. Und bei Steam ist es dann nicht so? Anscheinend, habt ihr mir jetzt erzählt? Ich kann ja nicht mehr normal laden, ist ja kein Problem, ich muss nur schauen. Auf E habe ich dann Platz, wenn dann. Auf E.
egal, ich lasse ihn runter. Das geht dir eh nicht momentan. Von daher. Und die ganzen Settings halt funktionieren. Raiden machen wir. Aber in WoW ist mehr Warteschlange als in New World bei uns wegen. Ja, sind viele weg, wir müssen nur warten. Immer noch warten, weißt du? Haben viele 31er gemacht. Und jetzt müssen wir warten. Deswegen, also. Ist das schwierig? Ist das nicht Anfang WoD? Ich bin die ganze Zeit rausgeflogen hier. Ja, irgendwie schon, Server down. Und jetzt dachte ich, lade ich mal die Steam-Version, weil der andere Version ist total wild. Die ganze Zeit, jedes Mal musst du beim Launcher dich einloggen, manuell. Mhm. Aber gut, dass so 99,9% haben wir das gewusst, ne? Das versuche ich ja gerade herauszufinden und Tribune meinte ja. Falls das die. Oder meinst du? Ja, miteinander sind miteinander verbunden. Ja, aber ich muss halt das Spiel trotzdem nochmal laden, gell? Ich kann ja Steam nicht sagen, dass das Spiel da ist. Das ist ja ganz anderes, anderen Dings da. Ich lade es ein bisschen runter, guck mal das mal an. Ich hoffe, dass die ganzen Settings halt gespeichert sind. Dann nochmal alles einstellen. Kann man machen, muss man aber nicht. Da steht aber am Anfang, dass das sowieso alles online gespeichert ist. Okay, jetzt wenn ich einen Launcher lade, dann... Jedes Mal diese Frage hier. Wenn ich einen Launcher lade, dann sagt er. Muss ich mich jetzt nicht einloggen hier. Aber es ist halt irgendwie wild, dass der Launcher jedes Mal dann komplett weg ist. Ja, genau, bei Server Join Crash, ja. Das heißt, er ist einfach down. Doch down. Naja, mal gucken. Vielleicht ist es nicht immer so schlecht. Ich meine, ich habe jetzt Zeit bis 19.20 Uhr, dann bin ich in WoW drin bis 23 Uhr oder 23.30 Uhr und dann bin ich wieder hier. Ja, moin moin Schicki, wie geht's dir? Alles fit? Bin gestern erst spät ins Bett. Ich glaube, da hast du schon gepennt. Zwecks Video oder sowas. Wann haben wir ausgemacht? Um 10 oder so? Müde aus viel Schlafen. Ging 8 ins Bett und 13 Uhr wieder hoch. Ui. Ja, ich hatte mir Wecker 15.30 Uhr. Weiß nicht, was sind wir ins Bett? Um 10, um 11? Keine Ahnung. Wecker 15.30 Uhr gestellt. Und dann habe ich gesehen, dass 16.30 Uhr verschoben wurde, das Spiel. Mhm. So viel zu tun. Aber zweiter Server
bringt im Endeffekt ja uns nichts, wenn wir zusammenspielen wollen. Ne? Knapp 3 Stunden jeden Tag scheiß Mount fahren. Du musst wegen dem Mount, stehst du früher auf oder was? Ach so, das ist wegen Halloween. Ach so. Ja, aber reicht das nicht, wenn du das... Du ganz normal aufstehst, du hast die Zeit. Da, zweiter Server schon da, guck mal. Ich find's sehr geil, es macht eine Menge Spaß. Du konntest es vor Release zocken, wenn du was zahlst. Ist schon da der Server, ja. Aber wie gesagt, bringt ja uns nichts. Ich zocke ja schon auf dem alten Server seit Montag oder seit Sonntag ein bisschen. Und wenn wir zusammenspielen wollen, müssen wir auf dem gleichen Server sein, ne? Es gibt ja keinen Crossleam und so einen Scheiß. Es ist halt schade, dass ein Server nicht reicht. Aber das ist ja verständlich, dass ein Server nicht reicht. Und sofort rausgeflogen, okay? Dann hast du wirklich eine Menge zu tun, Schicki. Also es gibt Schurke, Mage, Hunter, so eine Art Heiler, Krieger mit Zweihandwaffe und Tank. Schild und Einhandwaffe. Ich finde das Spiel gut. Muss sagen, ich bin halt immer sehr, sehr... pingelig, was angeht, andere MMOs. Denn... Denn ich schaue mich halt da erstmal um und habe mich erstmal informiert, keine Ahnung, 6 bis 8 Stunden Video angeschaut, 1-2 Stunden gelesen, dann Charakter erstellt und so. Ach so, ich schaue das gar nicht wegen der Tierliste, ich schaue mir nur, was für Klassen es gibt. Hier kann ich es einfach vorlesen, muss ich aus dem Kopf. Ich find's gut, Schicki. Ich find's gut und ich lass mich selten von irgendeinem MMO oder so überzeugen. Sehr, sehr schwer, sag ich mal. Sehr, sehr schwer. Bis jetzt finde ich's gut. Andromeda. Der erste Server Andromeda. Sehr, 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 sehr flüssiges Gameplay. Genau, und kein unnötiges Quest abgeben, ja. Einfach annehmen, 8 Quester. Ein paar Mal hin und her manchmal. Ich hatte Arcage gespielt für 30 Tage, aber hab das dann aufgegeben. Das war nach 30 Tagen doch nicht so der Bringer, weil ich hatte nur Arcage gezockt und jedes Mal habe ich in jedem MMO WoW gesucht, aber jetzt zocke ich halt WoW trotzdem noch und brauche ich in einem MMO kein WoW suchen, sondern akzeptiere so wie es ist. Da war es mir zu viel PvP, da war mir zu wenig PvE. Ich hab null PvE-Content gefunden hier, da im Arcage, und hier habe ich schon genug PvE-Content. Ich habe diese Solo-Dungeons, ne? Das ist sehr, sehr geil. Arena 1 gegen 1 natürlich PvP, das finde ich auch cool. Aber mal schauen, wie die Klassen technisch 1 gegen 1 sind. Also es gibt schon eine Menge PvE hier. So ein beides. Eine Mischung aus beiden finde ich super. Nur, ich habe kurz probiert, Arena 1 gegen 1. Ich habe gegen niemanden eine Chance. Ich mache keinen Schaden. Der Schurke, der Priester oder was auch immer, der Mystiker, der mich innerhalb von 2 Sekunden getötet, die haben da... über 3000 Schaden gemacht in der Zeit und ich habe 200. Ich kriege nicht so viel Schaden raus so schnell. Ich weiß auch nicht, wie das gebalanced ist mit dem Arena. Was für Gilde dann haben. Ich war frisch 35.
150er Gear oder so und bin einfach vernichtet worden. Und die Weekly habe ich bloß bis Stufe 9 geschafft, weil Stufe 10 Drache, da war über mir mit dem Level, glaube ich, ein oder zwei Level, habe ich nicht genug Damage gemacht. Also der hat mich nicht töten können, aber ich habe ihn auch nicht töten können. Also es ist schon gut, Schicki, aber du hast ja keine Zeit für das. Du hast ja genug im WoW zu tun. Es ist schon gut, ist schon cool. Du hast ja bestimmt bei mir einiges gesehen, vielleicht auch nicht oder doch, weiß ich nicht genau. Dieses komische Portal gestern war mir ein bisschen zu blöd, das hat mir gar nicht so gefallen, da eine Stunde rumzulaufen mit den Drachen da, zu grinden da, das fand ich nicht so toll. Kann ich nicht machen, Schicki, weil ich weiß nie genau, wer genau da ist. Das bringt mir nichts. Raid-Vorbereitung besteht darin, meine Listen zu aktualisieren, den Discord-Whisper zu antworten, wer kommt und wer nicht kommt und wer abgesagt hat. Und ja, das ist Raid-Vorbereitung aktuell für mich. Aber ich kann da nicht genau sagen, wer dabei ist, das weiß ich nicht, was fehlt und was wir brauchen. Und ich finde, ich mache schon genug Blödsinn, ich muss auch ein bisschen mal kurz Luft holen. Mein Char verbessern? Mein Main, der 250 ist fast? Wie soll ich denn verbessern? Kann ich gar nicht verbessern. Ich kann den nur im Raid verbessern. Brauche ich nicht. Überall Sockel, das passt so wie es ist. Das bringt mich auch nicht weiter. Nee, Schicki, das entspannt. Ich komme hier nicht so mit Sockel und Dings und das brauche ich nicht. Ich bin Max, ich bin ja kein Pro-Raider. Wir kriegen ja dann mal eine Gruppe für die ersten zwei, drei Bosse hin, also das kann ich machen, wenn ich beim 10. Boss bin. Das ist alles nicht notwendig bei dem aktuellen Gearstand. Das einzige Problem momentan sind einfach nur die Leute. So, okay, wenn ich das jetzt hier einfach starte hier. Das bringt alles nicht, Schicki, bei mir. Startet er jetzt den Alien Launch? Meinen eigenen oder einen neuen? Ach so. Oh je, schon wieder. Was bist denn so, Schicki? Was bist denn so? Kuckuck, Axel, na? Gar nicht. Also Server wurde verschoben. Server-Start wurde verschoben. Bis 16:30. Dann kurz eingeloggt. Warteschlange. Aber nur ganz kurz bei mir. Kurz gespielt und Crash. Und jetzt haben sie... Ist immer noch Ding hier. Ist irgendwie down. Kann man nicht einloggen. Und es wird ein zweiter Server erstellt. Haben sie ja gesagt, wenn zu viel Ansturm ist. Und jetzt habe ich gerade mal die Steam-Version geladen. Ach so, ja, dann wird's spannend. So, mal schauen. Ich habe jetzt mal die Steam-Version geladen. Die haben schon einen zweiten Server. Deswegen, also so viel bringt uns der zweite Server ja auch nicht, weil wir, wenn wir gemeinsam spielen wollen, müssen wir am ersten spielen, auf Andromeda. Du hast dir einen Drop verdient, hol ihn jetzt.
Ja gut, dann machen wir das halt. Abholen, dankeschön. Was habe ich denn da verdient? Mhm. Das stimmt doch gar nicht. Das stimmt doch gar nicht. Kann ich. Achso, okay, hab ich. Okay. Ich bin aber bei Drop Switch und ich kann da nichts machen. Ist auch ein Drop. Ja, aber wenn ich auf Inventar gehe, ist da nichts. Schicke, wenn wir von Min Max reden, dann spiel doch mal Nightfee. Aber. So. Über diesen Drop. Ich habe im Inventar nichts hier. Du, das ist nicht ausgelutscht. Ich habe bloß 3 von 10 Bossen. Also ist das Spiel für mich genauso heiß wie alles andere. Und diese Raids und dieses Ding findest du in keinem anderen Spiel da. Wenn man einloggt, ist man einfach zu Hause. Spiele ich seit 16 Jahren und passt das. Wenn du jetzt 10 von 10 mythisch clear hast, und dann würde ich sagen, okay, dann ist es ausgelutscht und hast du alles erreicht. Ich komme gar nicht auf ins Inventar gerade drauf hier. Moin, Kimi. Ich komme gar nicht aufs Inventar drauf. Einmal durchziehen, ja, sowas ist Schmutz, sowas brauchst du mir gar nicht kommen. Entweder du spielst es selber oder du lässt es. Also, durchziehen, sowas hast du nicht, so boosten oder Ding durchziehen lassen. Wenn du nicht die Zeit und nicht die Kraft hast, dann spielst nicht. Dann spielt halt nur Arena, aber durchziehen ist halt Schmutz. Was? Ele meinst du? Ele, sagst du, Kimi? Ich denke schon. Ich denke, dass wir sowieso wieder warten müssen. So, was Keksi sagt, stimme ich zu. Ich habe Accountpflege. Sich zielen lassen ist halt einfach so nicht selbst erreicht. Aber gut, das braucht man gar nicht anfangen mit dem Thema. Ich bin immer noch der Meinung, aber da bestehe ich anscheinend ultra alleine da, dass ich da ein Spiel selbst zu spielen habe und nicht andere das spielen lasse. Entweder ich spiele selbst oder nicht. Ja, aber das mit dem Ziehen ist halt so eine Sache, ne? Warum tut man sich das nicht selbst verdienen? Danke dir, Essi. Oder Easy. Du ziehst sie hier, der zieht sie da. Ja. Schreibst du mir nochmal dein Dings da, Kimi? Per Discord? Raid.io oder den Char-Namen? Bindest du dich irgendwas, dass ich ihn in die Liste füge? Also laut meiner Liste, falls die alle kommen, sind es 14 Leute. Stimmt, Zeit macht ja nie einen Plus.
Dass ich dich in die Liste eintrage, Kimi. Ja, ja gut, Account verkaufen ist sowieso so ein Ding, aber ich meine, ist doch nicht so schlimm. Also ich bin immer noch der Meinung, dass man, wenn man das aus eigener Kraft nicht erreicht, sollte man das nicht spielen. Egal was, ob PvP, PvE, wenn man ein bisschen einen Freund, einen Kollegen hat, der ein bisschen stärker ist und das einem einigermaßen beibringt, dann ist ja okay, aber nicht ziehen lassen. Ich halte ja nichts von ziehen lassen, tut mir leid, ich bin da total altmodisch strikt, einfach selber spielen. Und wenn ich es zeitlich nicht schaffe oder keinen Bock auf den Content habe, dann brauche ich auch die Erfolge nicht. Aber das ist Ansichtssache. Das ist ja egal. Also da stehe ich ja schon alleine da. Jeder ist halt heutzutage so, dass er andere für sich spielen lässt. Ich spiele lieber meine Spiele selbst. Auch wenn ich da keinen Erfolg habe und immer noch nur 3 von 10 Bossen habe. Darauf bin ich stolz, auf jeden einzelnen. Wenn ich 4 hätte und wüsste, man würde mich ziehen, würde ich lieber das Spiel deinstallieren. Ich muss jetzt bei der Steam-Version wirklich nochmal alles einstellen, oder was? Ah ja, Background Sound ist auch nicht. Ja gut, wir probieren mal die Steam-Version. Vielleicht ist die geiler. Ich habe das Spiel jetzt zweimal drauf. 256 GB. Jetzt ärgert doch den Side nicht so. Mensch. Ich mache doch auch keine 20er, weil es mir egal ist. Ihr wisst ja, ich bin PvP-Only. Steam hat Maus inwerten. Nee. Axel? Das gibt einen ersten Strike heute. Spiel nicht mit meinem Gefühl. Spiele ich mit meinen Gefühlen hier. Ganz wild. Ja gut, wenn du keine Nerven dafür hast, dann ist es ja okay, aber ist ja egal, auch wenn du World First warst. Jetzt bist du es nicht mehr und jetzt spielst du halt so, wie du es halt kannst. Das ist okay. Limitiert. Nichts gibt's limitiert hier. Sound. Musik weg. Nee, Ketzer, echt? Dann ist Zukunft bei dem Spiel. Sicher? Zeig mir den Post. Einfach verliebt dann. Also, ich glaube, ich bin der Einzige, der WoW verteidigt. Also, es ist also sehr, sehr wild. Ich find beides geil. Ich spiele das einfach. Das Geile ist, wenn ich ein zweites Spiel spiele, kann ich auch WoW entspannter angehen und ich suche nicht WoW in dem zweiten Spiel. Ich mache halt einfach. Mal kurz alles umstellen. So, wo ist denn Background Sound? Hier unten, oder? Mute when inactive. Ist es das hier? Über UI. NPC Voice. NPC muss ich lauter machen hier. My Sound, my Mute. Kann ich nicht die Settings von Ding kopieren hier? Alexa? Verlängere Timer um 10 Minuten. 10 Minuten, ab jetzt. Dankeschön. Ja, dann hör doch auf zu piepsen dann. Alexa? Stopp! Was ist mit dir? Ich dachte, die Settings sind im Ding drin. Im Spiel. Warte mal, kann ich die Settings kopieren? Von einem zum anderen?
Warte, Kakao Games, Alien. Wo gibt's denn, wo ist denn die Config? Engine. Ist, lol, bis ich jetzt finde, Alter. Hat jemand eine Ahnung, wo die Configs sind? Da muss ich nicht mal alles in Steam nochmal einstellen. Habe ich gerade schon angefangen. Kann man jetzt eigentlich spielen oder ist der Server immer noch down? Meinst du deutsche Voice-Dinger oder was brauchst du genau? Immer noch down, okay. Ich habe die Configs nur auf Steam. Aber in welchem Ordner sind die denn? Ich könnte die dann kopieren, weil die Serverstruktur... Die Serverstruktur ist ja gleich, also die Dateistruktur und die Serverstruktur.